Auch kleiner Themenschwerpunktwechsel zur Landschaft hin. Wir bleiben in der Landwirtschaft schon. Bild eines Feldes bei uns in der Nähe Westfalen aufgenommen. Unser Blick gleitet vielleicht über das Feld. Stefan? Geht nicht? Da bleibt der Blick vielleicht dann hängen, hinten links. Ein einsamer Baum, warum auch immer der da steht, übrig geblieben, keine Ahnung. Ich kannte das Feld früher eigentlich nur so. Bäume sind in der Landwirtschaft entweder Naturschutzelemente, übrig geblieben oder Sonderkulturen. Viel mehr Funktionen haben sie bei uns in der Regel nicht, außer dass es natürlich noch die Lieblingsbäume gibt von Leuten, die irgendwo stehen, die man einfach gerne hat. Wir haben angefangen schon, uns über die Rolle von Bäumen heute Gedanken zu machen. Sepp, du hattest erzählt von deiner Pflanzung, die du hast, und genau um diese Pflanzung wird es gehen. Denn Landschaft könnte auch ganz anders aussehen. Hier ein Bild aus Südfrankreich, wo vor gut 30 Jahren einzelne Leute begonnen haben, über das Thema nachzudenken, wie Landbäume wieder neu in die Landwirtschaft zu integrieren sind. Und der Begriff der Agroforstsysteme oder Agroforstwirtschaft bevorzuge ich auch deswegen gegenüber dieser Kurzform Agroforst, weil es kein Wald ist, sondern eigentlich tatsächlich eine landwirtschaftliche Fläche, wo aber einfach nochmal Bäume kommen. Und hier vielleicht die kürzeste Definition, es geht um den bewussten Anbau. Man sagt also, ich will sie wieder haben, ich will etwas mit ihnen anfangen, ich will sie nutzen und versuche sie in verschiedener Weise wieder in meine Landnutzungsform zu integrieren. Und das kann dann eben die Kombination sein, wir haben Ackerbau und dazu kommen Gehölze. Oder es kann auch mit Weidewirtschaft sein. Und dieses Bild ist jetzt aus Nordfrankreich, trotzdem kommt es uns relativ vertraut vor. Hier sind in diesem Falle Hochstammkirschen gepflanzt, allerdings nicht so, wie wir es kennen als Streuobst, sondern tatsächlich zur Gewinnung von Kirschholz. Kirschen wachsen nämlich viel besser, wenn sie frei stehen. Wenn man sie in den Wald pflanzt, kriegen sie mehr Seitendruck. Äste, die unten schon da sind, sterben ab. Diese abgestorbenen Äste hinterlassen Wunden, wo Gummifluss entsteht. Und dadurch haben die Förster eher Schwierigkeiten in ihren Wäldern, die sich versuchen, etwas kompakter, baumbestandener zu halten, gute Kirschholzqualität zu produzieren. Und so ist es dazu gekommen, dass halt eben über diese Impulse, die aus Frankreich und aus England kamen, seit 25, 30 Jahren, eben diese Formen wieder neu in Anklang gefunden haben. Und in Frankreich sind es mittlerweile mindestens 5.000, 6.000, 7.000 Hektar, die in den letzten, ich glaube, 8 Jahren neu gepflanzt wurden mit Gehölzen im Acker in die Weiden hinein. Wir kennen eher diese Form hier im Westfälischen bei einem Biobauern fotografiert, aber es könnte auch ein konventioneller Betrieb sein, gibt es bei uns immer wieder. Wir haben die Streuobstwiesen, das heißt einzelne Bäume, die dort stehen, manchmal schon lange, die auch von der Familie vielleicht gepflegt werden, Wert haben für sie, auch wenn es betriebswirtschaftlich sich nicht unbedingt abbilden lässt. Trotzdem wird es eben genutzt und sei es nur eben als Schatten für die Tiere, als Landschaftswert, aber eben in der Regel nicht unbedingt als betriebswirtschaftlicher Zweig. Das hat sich ein bisschen geändert im Bereich zum Beispiel der Hühnerhaltung, wo die ersten Betriebe jetzt anfangen und merken, Hühnerauslauf, ob Mobilstall, ob Feststall, ist schön und gut, aber die Hühner laufen gar nicht weg vom Stall, weil sie keine Deckung haben. Und angefangen haben, die Gehölzpflanzungen um die Hühnerställe zu machen, damit die Hühner auch sich trauen, in die Fläche zu gehen. Und das ist wirklich ein schöner Effekt, den man da sieht. Und dadurch, dass wenn halt nicht nur einzelne Bäume gepflanzt werden, sondern Gebüsche, sozusagen in diesem Fall im Kurzumtrieb, vielleicht Weiden, Pappeln und Ähnliches, ist die Fläche auch schneller zu begrünen.
Es gibt aber auch andere Formen, die sich entwickelten. Zum Beispiel im Hessischen gibt es einen Biobetrieb oder zwei Betriebe, die miteinander kooperieren. Der eine hat Obstbau und hat eine Menge Fläche, um die er sich kümmern muss. Der andere hat einen Hühnerbetrieb, wo er Hühner hat, die sich aber nicht in die Fläche bewegen. In diesen Hühnerplantagen tun sie das. Weshalb? Weil sie Deckung haben, weil sie was finden, weil sie was machen kommen. Und interessant ist, da haben wir tatsächlich wirklich eine doppelte Nutzungsebene, ne, das zusammenpasst. Aber auch rechts unten das kleine Bild im Hühner im Kirschenplantagen. Was machen die da? Auch da fühlen die Hühner sich wohl, aber sie können auch gezielt eingesetzt werden zur Bekämpfung von Schädlingen, die sozusagen dort auftauchen, weil die immer eine Phase im Boden haben. Im Haselnussanbau weiß ich, dass schon in den 30er Jahren darauf hingewiesen wurde, dass der Einsatz von Hühnern den Befall an Haselnussbohrer deutlich verringern kann. Im Weinbau haben sie Versuche gemacht, dass die Hühner manchmal sogar besser sind als die Spritzmittel. Andere Formen von Agroforstsystem kann man auch systematische Windschutzheckenpflanzungen machen, gerade in großen Landschaften, die ausgeräumt sind. Wir hatten es auch schon in den um die Jahrhundertwende 1900 und so in Norddeutschland, aber eben halt auch in USA 30er Jahre oder in Sowjetunion damals. Leider sind auch diese Windschutzpflanzungen, die in den 30er Jahren gepflanzt wurden, zum Teil entfernt. Wir haben eben in Norddeutschland, das sind so diese Hochhecken, die traditionellen Heckensysteme, die allerdings in der Regel eher ungeliebt sind, weil sie die Felder sehr klein machen, weil sie den Wurzeldruck sozusagen in die Fläche bringen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass sie in der Regel heute gar nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Bäume stehen dort, sie werden wunderbar alt, sie haben ein schönes Landschaftsbild, aber es sind sozusagen Bäume, die vielleicht nicht sozusagen in einem Agroforstsystem so optimal stehen würden. Da würde man das anders machen. Das heißt, wir müssen uns auch über die, wir dürfen nicht einfach denken, oh, das gab es schon mal, das machen wir jetzt 1:1 heute sofort wieder, sondern wir müssen uns die Frage stellen, welche Wirkung haben die Pflanzen untereinander aufeinander? Welchen Einfluss haben die Bäume auf die Ackerkultur und umgekehrt? Und so haben sich die Forscher auch neue Gedanken gemacht und sind zu eben diesen Agroforstsystemen gekommen. Hier in Deutschland gibt es da einige Formen von, die als Streifen von Pappeln oder Weiden angepflanzt wurden, 10 Meter breite Streifen. Wir gucken gerade quer über ein konventionelles Feld von 50 Hektar. Sieht schon mal ein bisschen anders aus. Da sind einfach Streifen von Bäumen drin, die Windschutz bieten, die geerntet werden für, in diesem Fall für Hackschnitzel. Ist aber auch eine Form von Agroforstsystem, Agroforstsystem mit Streifen, Kurzumtrieb. Das sind komplizierte Worte. Oder im Gemüsebau bietet es sich manchmal einfach an, eine ganz kleine, einfache Windschutzhecke zu pflanzen. Hier der Demeterhof Melchhof in der Nähe von Eberswalde, die halt Hagebutten, eine großfrüchtige Hagebuttensorte, streifenweise in ihre Felder, in ihr Feld gepflanzt haben. Damals als Versuchsanordnung zu sagen, wie verändert sich das denn eigentlich? Windschutz ist ein Problem dort. Aber eben halt auch die Ernte von Hagebutten, die, ich weiß nicht, ob sie heute noch praktiziert wurden, aber zum Teil für eine Marmeladenfabrik produziert wurden. Eine weitere Form von Agroforstsystemen sind die Uferrandbepflanzungen, die jetzt auch in Deutschland wieder dadurch aktuell werden, dass wir es leider nicht geschafft haben, die europäische Gewässergüterahmenrichtlinie, heißt es so genau, Wasserrahmenrichtlinie sozusagen zu halten. Das heißt, zu viel Eintrag von den Feldern in die Gewässer geht, was sozusagen eine Nährstofffracht mit sich bringt. Dadurch gibt es zum Beispiel hier irgendwo im südlichen Baden-Württemberg gerade aktuell ein Forschungsprojekt von der Landesregierung, zu sagen, kann man das durch Agroforstsysteme auch verändern. Und das heißt, wir können die Streifen trotzdem nutzen durch Gehölze, haben aber gleichzeitig einen Schutz des Gewässers vor Eintrag von Nährstoffen. Die Produkte, die wir auf das Agroforstsystem bekommen, sind schon angeklungen. Das, worauf man sich konzentrieren kann, Produkt direkt von den Bäumen selber zu ernten, ist eben zum einen sowas wie Biomasse, in welcher Form auch immer, Industrieholz, Hackschnitzel und so weiter. Das andere ist aber auch Wertholz. Wir können sehr hochwertige Holzqualitäten im Freiland erzeugen, und zwar vorwiegend bei Gehölzen, die eher Lichtbäume sind. Das heißt, eine Buche macht keinen Sinn in einem Agroforstsystem, Eiche ist es auch nicht unbedingt. Aber Ahorn, Kirsche, Walnuss, Esche und solche Bäume, die sozusagen durch stärkeren Lichteinfall stärker wachsen, profitieren davon.
und erhalten eine gute, bei guter Selektion und Pflege ein gutes Holz zu einem Preis, wo es sich sozusagen tatsächlich lohnt, das hinterher zu verkaufen. Gerade bei Walnuss zum Beispiel, Kirsche, Speierling können Erträge erzielen über die Standzeit dieser Bäume, die höher liegen als alles das, was ihr mit Ackerbau erwirtschaften könnt. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, ist es Brennholz. Nüsse und Früchte gehen natürlich auch. Auch da kann man sozusagen eine große Palette. Wichtig ist die Frage, wo kriegen wir es her? Das wäre dann auch noch ein anderes Produkt, was in den Niederlanden gerade stärker, wir hatten zum Thema Gehölzfutter ja schon gehabt, brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Was bieten uns Agroforstsysteme? Sie bieten uns ganz viel. Aber das eine ist, ich habe mal diesen Begriff Vielfalt genommen. Wir können auch Biodiversität sagen, wir können Landschaftsbild sagen, da ist Ästhetik mit drin. Da ist sozusagen aber eben auch die funktionale Biodiversität, das heißt, welche Nützlinge halten sich dort aus, wie können wir die gezielt fördern. Wir haben also vielfältige Möglichkeiten, sozusagen mit Agroforstsystemen umzugehen, und zwar nochmal über das Maß hinaus als das, was wir mit einjährigen Kulturpflanzen machen können. Weil wir eine neue Ebene ins Ökosystem hineinbringen. Und diese Ebene beinhaltet Umweltdienstleistungen verschiedenster Art. Wenn Nährstoffe in den Boden einsickern und verschwinden, können sie durch Baumwurzeln abgehalten werden. Wir hatten Windschutz, wir hatten Schutz des Wassers und so weiter und so fort. Und das Dritte ist, was viele Leute erstaunt, Agroforstsysteme können auch unter heutigen Bedingungen sehr wirtschaftlich sein. Ich kann nicht in die Rechnungen gehen, die wir da haben, aber ich hatte es, vielleicht habt ihr das Bild noch in Erinnerung, wie die Hühner in einem Apfelsystem sind. Wir haben den vollen Ertrag der Äpfel, wir haben sozusagen eine gute Auslaufmöglichkeit für die Hühner, wir haben einen doppelten Ertrag. Das ist auch im Getreideanbau teilweise möglich. Mais werden wir sicherlich Schwierigkeiten haben, als C4-Pflanze braucht den großen mehr Sonnenlicht, als sie bei uns in Norddeutschland zumindest bekommen kann. Deswegen wird meist ein Agroforstsystem eher schwierig sein. Aber gerade das Wintergetreide zum Beispiel, was im Winter über großen Lichtbedarf hat, kann tatsächlich auch davon profitieren. Denn wenn die Bäume in trockenen Zeiten verdunsten, die weiterhin Wasser. Und dieses Verdunstungsleistung sozusagen bedeutet zum Schluss, dass eben halt die Verdunstung des Getreides eben halt auch sinkt. Also so kurz benannt. Zur Wirtschaftlichkeit ist es eben so, was die Schwierigkeit ist, dass wir noch keinen klaren Rechtsstatus haben. Wir dürfen jederzeit Bäume pflanzen, nicht immer und überall, aber fast meistens. Die Schwierigkeit ist bloß, hat er denn für einen Status in der Landschaft? Und da wird es ein bisschen schwierig, weil das deutsche Agrarrecht recht unübersichtlich ist. Wir arbeiten dran, sozusagen in der Politikberatung, da zu überzeugen, dass sich das ändert. Es gibt auch schon die ersten Ansätze und gerade in Baden-Württemberg, wir haben zum Beispiel die Fördermöglichkeit von Wertholzwiesen in Baden-Württemberg gegeben. Das heißt, es sind nicht nur Bäume zu pflanzen, die Frucht tragen, sondern man könnte auch einen Ahorn auf Wiesen pflanzen. Ja, das heißt, wir müssen, wenn wir sozusagen die betriebswirtschaftlich bekommen sind, müssen die in unsere Förderlandschaft passen. Man kann das sozusagen immer, man hat immer Vorteile, wenn man Bäume pflanzt. Allerdings ist es nicht so, dass jeder Betrieb automatisch von jedem Baum profitiert. Aber da finden wir Wege und das wird es nicht lange dauern, da wird das klappen. Und wir haben uns zusammengeschlossen mit einigen Leuten, die Agroforst-Kampagne gestartet. Agroforst-Kampagne, wir wollen einfach mehr Bäume auf den Acker kriegen. Und das ist eine Initiative von verschiedenen Leuten, von Leuten, die in der Landwirtschaft sind, von Menschen, die aus Permakulturbereichen kommen, die städtischer Städter sind und sagen, ich habe eigentlich gar nichts mit Landwirtschaft zu tun, aber ich finde das Ziel total toll. Und wir freuen uns über alle Leute, die Lust haben, mitzumachen dabei. Sowohl als Landwirte, die sagen, ich habe da eine Fläche und ich überlege und ich hätte da gerne eine Hecke gepflanzt, was könnte man denn da machen, als auch schon konkretere Vorstellungen. Und das Bild zum Schluss, vielleicht auch nochmal ein Van Gogh. Vielleicht haben wir dann irgendwann auch wieder Landschaften, wo Maler hinkommen und anfangen, die Landschaft, Agrarlandschaft zu malen. Und das ist hier eben die kombinierte Garten- und Obstanbau in der Nähe von Paris. Hier handelt es sich um ein Produktionssystem, was er da gemalt hat, um 1850. Und es wäre schön, wenn wir irgendwann genau solche Landschaften auch wieder hier hätten, die uns diese Qualitäten bieten. Danke.
Informationen zur Agroforst-Kampagne sind dort hinten auf dem Aufsteller in der Ecke zu finden. Es gibt auch noch ein paar Broschüren über Agroforstwirtschaft und ja. Ja, vielen Dank. Okay, ja. Super. Gibt's Fragen? Ja, da. Ja, Burkhard, das würde doch die Gelegenheit bieten, wenn ich jetzt Kurzumtriebsplantagen nehme, Holzhackschnitze produziere, einmal eine Anlage dahinter setze, die nicht nur Wärme macht, sondern die auch Pflanzenkohle macht. Man könnte dann sozusagen die Wirtschaftlichkeit durch Erzeugung von Pflanzenkohle nochmal erhöhen. Weil die ersten Anlagen gibt es ja. Mhm. Das ist durchaus möglich. Also solche Formen, die Hackschnitzel jetzt nicht nur als Produkt zum Verkaufen zu sehen, sondern in verschiedenen Formen in den Betrieb zu integrieren, ja. Harald. Hallo Burkhard. Ich experimentiere gerade selbst ein bisschen rum mit Hühnern in Obstkulturen und Weinbergen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege. Und da wollte ich dich fragen, weil du ja ganz dicht am Thema bist, ob du weißt, ob es da irgendwo bereits Untersuchungen gibt, ob da jemand vielleicht im akademischen Rahmen dran ist, weil ich fummel da ja nicht rum. Zur Essigfliege wüsste ich das nicht. Die erste Frage, die ich stellen wäre zu sagen, hat die einen Teil ihres Lebenszyklus, der bodennah oder im Boden ist, weil das wäre genau der Zeitpunkt. Sie schläft auf dem Boden. Ne? Das heißt, wir können sozusagen da sehen, das sind genau die Zeitpunkte, an denen natürlich die Hühner dann rankommen. Die werden nicht unbedingt rumfliegen und sozusagen versuchen, in der Luft die zu schnappen, sondern sozusagen da eben muss man einfach ihnen die Chance zu einem anderen Zeitpunkt geben. Ja, ich habe ein bisschen schwierige Frage. Ja. Wenn wir Hackschnitzel machen, ja, dann entsteht auch Asche. Wenn es gute Anlage ist, eine sehr feine Asche. Und wir haben immer noch Cäsium in der Umgebung von Tschernobyl und so weiter. Vielleicht auch irgendwie Schwermetallproblematik. Was ist denn, oder vielleicht hat irgendjemand einen Tipp? Ich habe jetzt gerade einen Kubikmeter Asche und ich überlege, sie in die Deponie zu fahren oder irgendwie doch wieder in den Kreislauf zu bringen. Also wir können nicht nur vorne denken, wir müssen auch hinten noch irgendwie wissen, wie es weitergeht. Werde ich, glaube ich, in der kurzen Zeit keine gute Antwort finden, aber ich denke, die Frage ist der Einbindung dieses Stoffes, ne, dieses Cäsiums, wie ist es im Boden, wie wird es verstoffwechselt, können wir es halt eher in Humusform anbringen. Denn es einfach irgendwo reinzubringen in ein System, das halte ich für sozusagen, würde ich mich nicht trauen, sondern ja. Also Antwort darauf ist, jede Art von Asche und auch alles, was Schwermetall belastet ist, kann sehr einfach kompostiert werden. Ja. Also die Kompostmethoden, die es heute gibt, sind durchaus in der Lage, die Molekularstrukturen aufzubrechen. So, ich glaube, letzte Frage. Anita, glaube ich. Achso, das war eine Antwort. Aber Antwort ist schon. Ganz kurze Frage, Robinie, macht die Sinn in dem Agroforst? Die ist umstritten, weil sie irgendwie hier nicht in die Gegend gehört, aber ist, glaube ich, Leguminose, müsste Stickstoff binden und gibt ein hervorragendes Holz. Es gibt einige Pflanzen, die nicht hier in die Gegend gehören. Wenn man es genau betrachtet, ist die Frage des Zeitpunktes sozusagen. Sie ist natürlich sozusagen eine Pflanze, die nicht hier heimisch ist, sondern aus Nordamerika kommt und die als schwierig gesehen wird, zum Beispiel wenn es darum geht, dass sie halt verwildert in Flächen, die eigentlich für den Naturschutz, für die Magerwiesen und so weiter geeignet sind. Sie sind beherrschbar, man kann damit umgehen, man kann damit leben sozusagen und auch in Agroforstsystemen können sie Sinn machen. Ich würde niemandem sagen, pflanzt Robinie, sondern wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind, dann mag es Sinn machen, sie auch in Erwägung zu ziehen. Aber man muss einfach wissen, sie hat eine starke Ausläuferbildung und jegliche Verletzung der Wurzel bedeutet, dass da wieder ein Trieb rauskommt. Das können wir alles mit Technik irgendwie machen, das können wir auch mit viel Geduld, können wir die auch in Gärten wieder entfernen, hat ein Freund gemacht. Allerdings müssen wir sozusagen wissen, wie sie sich verhält. Wir müssen sie kennen, wir müssen so gut kennen, dass es uns nicht überrascht, was da passiert. Und wir müssen uns verpflichten, die nächsten 30 Jahre sozusagen auch dafür zu sorgen, dass sie dort gut, so gut wachsen kann, wie sie es soll und nicht, wie sie es will. Ich soll die letzte Frage stellen. Ja. Meine Frage ist, ich bin Landschaftsarchitekt.
und habe eine Frage für landschaftsökologische Konzepte, landschaftsplanerische Konzepte. Ist da Agroforst dann auch ein Thema inzwischen, wenn eine Gemeinde sagt, sie möchte gerne ein neues Konzept haben, Raumkonzept etc.? Ist da Agroforst ein Thema? Hast du da Projekte laufen oder so? Es läuft im Moment eher über das Thema Eingriffsausgleichsregelungen, dass zum Beispiel die Gemeinde Donsdorf, das ist so Richtung Göppingen, hier nicht allzu weit entfernt, Richtung Stuttgart irgendwo, angefangen hat, als Ausgleich für Baumaßnahmen sozusagen Agroforstsysteme anzulegen. Der weitere Schritt ist halt die Schwierigkeit, dass es also... Da ist eher so, dass von landschaftsarchitektonischer Seite bisher wenig Anfragen kamen. Ich hatte immer mal einzelne Gespräche. Ich kann da auch was bieten und ich habe auch eine Vorstellung, wie sich das sehr gut integrieren lässt. Und es wäre tatsächlich ein schöner Link zwischen, wir haben reine schöne Tierparks und wir haben da die Produktion, sondern etwas zu finden, was die Dinge miteinander in Beziehung zueinander setzt. Und das wäre tatsächlich auch mein Wunsch. Also vielleicht gibt es da eine schöne Zusammenarbeit mal. Ja. Vielen Dank, ich gebe jetzt weiter.